Elio Garcia arbeitet immer mehr für immer weniger Ernte. Mehrere Stunden täglich ist er auf dem Feld in der prallen Sonne. Doch die Früchte seiner Arbeit reichen kaum noch, seine Familie zu ernähren. Wenn wir da nicht mit Düngemitteln nachhelfen, ernten wir so gut wie gar nichts. Knapp einen Hektar Land besitzt Don Elio. Auch seine Eltern waren Bauern. Die gleiche Arbeit. Und doch hat sich etwas Entscheidendes verändert. Ich möchte Ihnen gern unseren Notfallplan vorstellen. Der Notfallplan soll den bedrohten Familien helfen, besser mit den Gefahren ihrer Umgebung umzugehen. Zu diesen Gefahren gehören vor allem die immer wiederkehrenden Hochwasser bei starken Regenfällen. Wenn unsere Kinder das an ihre eigenen Kinder weitergeben würden. Und wenn sie dann bessere Ernten hätten, eine sichere Trinkwasserversorgung und es ihnen und ihren Familien gut geht. Die Menschen der ärmsten Regionen sind durch Naturkatastrophen am stärksten betroffen. Diese häufen sich auch als Folge des Klimawandels. Die Bewohner von San José im ländlichen Honduras zeigen eindrücklich, wie sie den Katastrophen die Stirn bieten und sich für eine unsichere Zukunft wappnen.